Hallo in die Runde. Ich möchte einfach eine Idee mit euch heute teilen. Der ein oder andere weiß, dass ich Line dance. Und immer wenn ich das Menschen sage, dass ich Line dance, sind die meisten echt begeistert, haben entweder schon mal Line dance Erfahrung gesammelt oder würden gerne Line dance tanzen wollen. Das Problem ist, man muss natürlich eine Gruppe finden, die Line Dance teacht. Und die Gruppe muss natürlich freie Plätze haben. Und das ist in der heutigen Zeit echt schwierig. Deswegen ist meine Idee entstanden zu sagen, okay, ich werde jetzt anfangen, verschiedene Line Dance Schritte videomäßig aufzunehmen, euch die Schritte zu zeigen, auch den Text dazu, was ihr da tanzen sollt. Und ich sage euch eins, es ist ziemlich schwierig für mich, aber wir machen das jetzt einfach mal und ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Den ersten Tanz, den wir jetzt hier teachen, ist der Canadian Stump. 36 Count, 4 Wall, also das heißt 4 Wände, ist speziell geeignet für Beginner. Und wir tanzen auf die Musik von Shania Twain, Any Man of Mine. Achtung, wir stehen locker auf dem Tanzboden und beginnen mit dem rechten Fuß. Achtung, Spitze, Hacke, Stomp. Spitze, Hacke, Stomp. Spitze, Hacke, Stomp. Spitze, Hacke, Stomp. Und jetzt geht's zurück mit dem rechten. Back, 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 back. Jetzt stehen wir auf dem linken Fuß und machen einen Grapevine nach rechts. Achtung! Eins, zwei. Der linke Fuß ist hinter dem anderen, hinter dem rechten Fuß verschränkt. Zwei, drei, Tipp. Und jetzt geht's das Ganze nach links. Eins, zwei. Und jetzt drehen wir uns eine viertelte Umdrehung nach links. Tippen mit dem rechten Fuß auf und hüpfen. Kein Meter nach oben, sondern ein bisschen nach oben. Und es war die erste Wand.